Mein Name ist Magister Winkler und ich bin als Polizeijuristin im Polizeikommissariat Donaustadt tätig. Ich werde heute zwei meiner Kollegen im Zuge eines Schnellrichtereinsatzes begleiten. Bedeutet, ich werde als Behördenvertreterin auftreten und wir werden uns vermehrt Verwaltungsübertretungen im Zusammenhang mit dem Pyrotechnikgesetz anschauen. Feuerwerkskörper werden unterteilt in die Kategorie F1, F2, F3 und F4. Die Kategorie F1 ist der Besitz ab 12 Jahren zulässig, in der Kategorie 2 ab 16 Jahren und die Kategorie 3 bzw. Kategorie 4 ab 18 Jahren und es ist eine Sachkunde bzw. Fachkunde erforderlich. Also wir sind jetzt hier die Gasse reingefahren. Das ist ein amtsbekannter Ort für Falschparker, wie man so schön sagt. Und uns ist ein Auto aufgefallen, was dort im Halten- und Parkenverbot gestanden ist. Wir haben das Auto jetzt kontrolliert und beanstandet, weil es im Halten- und Parkverbot mit einem Kennzeichen gestanden ist. Und das wurde auf kurzem Wege mit einem Gammadat in der Höhe von 36 Euro beglichen. Bezüglich der Kennzeichentafel wurde ja verwiesen, dass er so schnell wie möglich, sprich morgen, sich eine neue Kennzeichentafel bei einer Zulassungsstelle holt. Wir wurden gerade von Kollegen zu einer Amtshandlung hinzugezogen. Die Kollegen haben gewusst, dass wir heute im Zuge eines Schnellrichtereinsatzes nicht nur Verwaltungsübertretungen nach dem Pyrotechnikgesetz ahnden, sondern auch Verwaltungsübertretungen nach der Straßenverkehrsordnung. Bei dieser Amtshandlung konnte eine weibliche Beschuldigte angehalten werden, die drei Verwaltungsübertretungen begangen hat. Konkret hat sie dreimal erhebliche Geschwindigkeitsübertretungen gesetzt. Währenddessen hat sie das Fahrzeug immer wieder abgebremst, weshalb dreimal der Verwaltungsstraftatbestand von ihr erfüllt wurde. Ja, Victor 5, es soll Pyrotechnik im Bereich der Hartlebengasse geschossen worden sein. Können Sie bitte nachschauen? Ja, Funkstelle von Victor 5, verstanden. Wir übernehmen den Einsatz der Hartlebengasse bezüglich der Pyrotechnik. Im Zuge unseres letzten Pyrotechnik-Schnellrichtereinsatzes konnte beispielsweise eine Person angetroffen werden, die unzulässigerweise mehrere pyrotechnische Gegenstände besessen hat. Konkret hat diese Person Feuerwerkskörper der Kategorie F3 und F4 besessen und Feuerwerkskörper ohne der erforderlichen CE-Kennzeichnung. Aus diesem Grund wurde vor Ort eine Strafverfügung der betroffenen Person ausgehändigt, da sie das 18. Lebensjahr nicht vollendet hat und nicht über die erforderlichen Fachkenntnisse bzw. Sachkenntnisse verfügt hat und diese Person wurde vor Ort von der Behörde geahndet. Festzuhalten ist, dass Verwaltungsübertretungen nach dem Pyrotechnikgesetz mit einem Strafrahmen bis zu 3.600 Euro abgestraft werden können bzw. mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 3 Wochen.